Was musst du als Immobilienmakler beim Thema Urheberrechte, zum Beispiel bei Bildern, dringend beachten? Was ich immer wieder erlebe, dass Immobilienmakler zum Beispiel bei Fotolia oder bei Stockfotos, bla bla bla, sich Fotos runterladen und die überall automatisch ganz easy und cool verwenden. Und genau da geht es schon los. Du kannst nicht überall oder kannst nicht einfach Fotos runterladen und die überall auf Flyern, auf Prospekten oder auf der Webseite oder in Social Media oder sonst wo verwenden. Das ist nicht erlaubt. Ja, also du kannst nicht einfach beliebig deine Fotos oder Fotos, die du irgendwo runterlädst, einfach benutzen. Was ist zu tun? Ganz wichtig, du musst dir eine Plattform suchen oder mehrere Plattformen. Und du musst vor allen Dingen zuallererst einmal prüfen, zu welchem Zweck du die Fotos verwenden darfst. Welche Urheberrechtsangaben darfst du bzw. musst du machen und wofür darfst du sie konkret benutzen? Also darfst du sie online verwenden, in Social Media, darfst du sie auf deiner Webseite verwenden, darfst du sie in Flyern verwenden, darfst du sie in Prospekten verwenden? Das musst du konkret und zielgerichtet prüfen. Denn es gibt bei verschiedenen Lieferanten von Fotos, Stockfotos, gibt es eingeschränkte Nutzungsrechte. Und diese eingeschränkten Nutzungsrechte, die musst du beachten. Wenn du das nicht tust, und damit sind wir dann schon wieder bei der Konsequenz daraus, dass sogenannte Scrawler, also das heißt Markenrechtler, auch diese Firmen, die lassen durchs gesamte Internet Leute, also Anwälte oder ihre Anwälte prüfen, wer nutzt diese Fotos. Und dann kriegst du irgendwann mal einen unangenehmen Brief oder eine unangenehme E-Mail mit Androhung, Wettbewerbsrecht und bla bla bla. Und dann kann das ein teurer Spaß werden, wenn du da am Ende des Tages die Fotorechte nicht beachtest. Ja, also das ist eine ganz, ganz krasse Geschichte. Also bitte aufpassen da an der Stelle. Hier noch ein weiterer Tipp. Wenn du dann also eine Plattform gefunden hast, deren Bilder du nutzen kannst, dann solltest du einen weiteren wichtigen Punkt beachten. Und zwar, dass du die Fotos, wenn du sie speicherst, immer so speicherst, dass du die Urheberschaft, also derjenige oder denjenigen, den du angeben musst, direkt in dem Dateinamen drinstehen hast. So hast du immer die Sicherheit, dass du nachher, also wo kommt das Foto her und von wem ist das Foto, ja, und was darfst du damit tun? Das kannst du direkt in den Dateinamen reinschreiben, weil sonst irgendwann mal, überleg mal, nach ein paar Jahren überlegst du, ja, wo war denn das Foto jetzt her und oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und du kannst das nie wieder nachvollziehen, ja, weil wenn du mal angeschrieben wirst, dann musst du die Quellenangabe machen. Und die Quellenangabe, die musst du gegebenenfalls natürlich auch in Prospekten, auf deiner Webseite oder sonst wo, musst du das machen. Was ich dir damit sagen will, ist, sorge einfach dafür, dass du immer einen ordentlichen Überblick hast, wo du das Material her hast, wofür du es benutzt und an welchen Stellen du es letztendlich eingesetzt hast. Machst du das nämlich nicht, kann das immer sehr empfindlich, sehr ärgerlich am Ende des Tages sein. Und das muss nicht sein. Deshalb kannst du da gerne von meinen Erfahrungen profitieren. Also halte dich daran, sorge dafür, dass du einfach solche Fehler nicht machst, weil die nachher nicht nur Ärger bedeuten und Geld kosten, sondern dich halt vor allen Dingen von deiner Arbeit, die du als Immobilienmakler zu tun hast, nämlich Objekte zu verkaufen, abhalten. Ja, und dich unheimlich daran hindern, deinen Job bzw. einen guten Job in hoher Qualität abzuliefern. Deshalb ist auch das eine wichtige Hausaufgabe, die du zu beachten hast,
damit du keine unnötigen Fehler und keinen unnötigen Ärger hast. In diesem Sinne, gerne einen Kommentar reinschreiben, lass ein Abo da, damit du kein Video mehr verpasst von uns und folge mir gerne auf den sozialen Medien, TikTok, Facebook, Instagram und LinkedIn und wo sonst auch noch immer. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute und viel Erfolg bei der Umsetzung.